Oh Susi. In der Schule haben wir ein Mädchen gehabt. Das Gewicht von 3 Mal, wenn sie aus einem Zug gestiegen ist, hast du gemeint, der Zug als Kind gehabt. Sie war so schwer, die Stühle haben nachgelassen. Und ein intelligentes Patient von einem toten Lama. Sie ist so gigantisch gewesen, sie hat der Angst gemacht. Wenn sie auf ein 5 lieber gesessen ist, hat sie 90 gemacht. Und ihre Zähne sind rausgestanden, kannst den Bugs Bunny vergessen. Sie hat den Maiskolben durch den Garten gefressen. Und wenn sie geschnurrt hat, hat sie gespeuzt. Und wenn sie den Arm aufgestreckt hat, oh boy, sie hat im Wort krank neue Dimensionen gegeben. Flüge sind abgekratzt und ihre Leute tragen Gasmasken. Einmal ist Licht ausgefallen, gerade im Mittagessen, wo sie die Augen aufgemacht hat, habe ich gemeint, ein Zug und Fräse. Tunnelvisionen, sie macht mich zum Psycho. Wenn sie zu nahe ist, habe ich Platzangst bekommen. Und Mämmen sind schwimmen, haben sie passen, halb müssen lernen. Ohne ihre könntest du Afrika ernähren. Neben ihr sieht der schwarze Neger aus, wie ein Röntgenbild. Wenn sie Bikini siehst, wünschst du wärst. Blind wie der Ray Charles und dann singst du Blues mit Bonus. Sie geht ab fast nach das Globus. Aus ihrem Nacken kannst du ein paar Schuhe machen. Und wenn sie einen Ex-Hut anlegt, wenn Helikopter drauf landet, Susi. Warum bist du so grusig? Susi. Warum bist du so grusig? Ein paar Jahre später bin ich noch dümmer in Susi angekommen. Wenn sie hat Wellen steift, aber der Rühren hat sie nicht getroffen. Sie ist offen, sie hat gesoffen und hat sich schnell angelegt. Aber ich hab's mir mit Drogen gemacht, nein gesagt. Wie dann wog, sag ich, es kommt's nie über. Wenn wir vorstellen, wie viele Leute sie schon gemacht hat, jetzt sind wir übel wie ein Köbel. Leute schmeißen ihren Abfall vor. Sie hat ein paar Tiere im Maul und jeder kommt. Null Respekt für sie und alle Typen, die sie gemacht haben. Plus für ihre Eltern, die sie gehabt haben. Sie hat gemeint, sie heisst Hey Du, weil er alle so gesagt haben. In der Schule hat sie gemeint, sie sagen ihr Susi aus Gemeinheit. Nein, Susi, armes Weibli. Sie hat sich so oft selber gemacht. Sie hat oben einli und oben noch ein Arm. Es ist nicht zum Lachen. Wenn sie an einem Konzert wo klatschen, klopft sie auf den Nacken. Und ihre Familie ist so arm, das hast du noch nie gesehen. Wenn mal jemand will duschen, muss ein Geschirr mitnehmen. Sie hat 3 Socken und jeden Sonntag wäscht sie einen. Drum pass auf deine Socken auf, wenn die Susi will mit heimnehmen. Weil nachher hast du vielleicht nur noch oh, Susi. Eine. Oh Susi. Warum bist du so grusig? Oh Susi. Ja und du? Debbie. Oh Debbie. Warum sind wir so grusig? Das ist wieder mal der E-Punkt, K-Punkt, R-Punkt. Mit einem neuen Fetz.